eine Menge von Ahadith, in denen der Prophet von den vortrefflichsten, besten Handlungen spricht. Beispiel der Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, in Sahihain, da Abdullah ibn Mas'ud sagt, ich fragte den Propheten, welche Handlung ist Allah am liebsten? Er sagte, das Salatu ala waqtiha. Das Gebet zur Zeit. Das Gebet bei seiner Zeit. Qultu thumma madha? Dann fragte ich ihn, was danach? Er sagte, Birru-l-Walidayn. Der Birr zu den Eltern. El Birr, was verstehen wir unter Güte? Auf Deutsch, ja, was? El Birr. El Birr ist ein sehr umfangreicher Begriff. Ein Begriff, der, ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll, der jegliche gute Umgangsform beinhaltet. Sei es im Wort, sei es in der Tat, im Auftreten. Dazu gehört dann auch das Gehorsam, dazu gehört finanzielle Aspekte, dazu gehört das Benehmen, Sitten und Anstand gegenüber den Eltern, respektvolles Auftreten, Stimme nicht erheben, ihrem Willen nicht widersprechen, nicht, solange es dir nicht schadet, solange es nicht schädlich für dich ist. All diese Dinge gehören zum Begriff Birru-l-Walidayn.